Hallo, liebe Seele, herzlich willkommen zu deinem Tagesorakel heute am Mittwoch, den 11. September. Warum auch immer, das ist jetzt echt komisch. 11. September, mir wurden gerade das Ereignis in Amerika damals gezeigt mit den Wolkenkratzern, mit den beiden. Okay, das lasse ich mal so stehen. 11. September, ja. Okay. Für meine Zuschauerinnen und Zuschauer. Welche Thematik darf ich ansprechen? Also heute am 11. September. An der Unterseite haben wir wieder die Community. Da beziehe ich mich auf das Tagesorakel von gestern. Das kann wahrscheinlich mit diesem Orakel heute hier zusammenhängen, ja. Und vielleicht diese 11. September-Energie. Vielleicht hängt diese betrügerische Situation gestern mit dieser 11. September-Energie zusammen. Das muss man übertragen. Auf die Gegenwart, ja. Das heißt nicht, dass sich Vergangenheit wiederholt, so wie das war, wortwörtlich, sondern etwas anderes, was zerstört wird oder betrügerische Energien, die entlarvt werden hier, die sich ganz verstärkt zeigen. Wir haben jetzt auch hier die Sturmwarnung. Also das können noch die Nachwehen sein von gestern. Der Sturm. Wir schauen mal. Hier ist der Turm, ne? Ich sag ja, der Sturm und der Turm. Wolkenkratzer. Und die Öffentlichkeit, und hier haben wir die Community, also es betrifft nicht nur dich, das, was ich hier ansprechen darf, sondern andere Menschen auch noch. Eine Karte, die Erholung anzeigt. Batterien wieder aufladen, Ruhe. Und hier haben wir wieder den Brief. Der hat sich gestern schon gezeigt. Und das vierte Chakra mit Erzengel Raphael. Und die Yin-Energie. Okay, also hier gibt es definitiv Turbulenzen im Außen. Das ist das, was ich wahrnehme. Falls du das gestrige Tagesorakel nicht gesehen hast, kann ich dir das empfehlen. Wir haben ja auch die Nummer 10 angezeigt. Spricht dafür, dass ein Zyklus, dass es jetzt Veränderungen gibt. Es geht von einem Zyklus in den anderen hinein. Es gibt ein Ende und einen Neubeginn. Gestern hat sich der Neubeginn gezeigt. So, und ich habe auch gestern schon vorhergesagt, das, was da passiert, das wird noch Auswirkungen haben auf die nächsten Tage. Dass man sich ganz intensiv damit beschäftigt, dass das sehr präsent ist. Und das zeigt jetzt hier eben der Sturm. Also den kann man nicht ignorieren. Wenn du jetzt quasi in dieser Szenerie stehen würdest, du könntest ja dieses Ereignis
nicht kontrollieren und du könntest es nicht ignorieren. Du könntest es nicht wegdenken und du könntest es nicht leugnen. Genauso wie, es betrifft eben andere Menschen auch, die anderen Menschen könnten es auch nicht wegignorieren oder leugnen mehr. Hier gibt es etwas nicht mehr zu leugnen oder schön zu reden oder so. Hier ist der Turm. Der Turm steht für in erster Linie der Impuls, den ich hier reinbekomme. Hier ist etwas zerbrechlich, hier ist etwas, wenn der hohe Turm und der Sturm, also hier sind auch Bruchstücke dann auf dem Boden. Also hier geht etwas kaputt. Das habe ich gestern schon gesagt, aber es ist positiv für dich und für die anderen. Der Turm im klassischen Sinne steht für Behörden zum Beispiel. Der Turm steht für Situationen, wo du sagst, da hast du dich gefangen gefühlt, da hast du dich gebunden gefühlt oder abgetrennt gefühlt, isoliert gefühlt, weggesperrt gefühlt, nicht beachtet gefühlt. Behörden, Unternehmen, Institutionen sehe ich hier. Und in dem Sinne gibt es hier jetzt einen Sturm. Es gibt hier einen Umbruch, eine Umwandlung hier. Alte Strukturen, die hier zerstört werden. Und das Ganze ist aufreibend. Das Ganze ist mit Chaos und Turbulenzen verbunden im Außen. Und hier ist eben der Hinweis, egal was jetzt im Außen passiert, lass es nicht quasi zu sehr in dich eindringen. Lass es dich nicht zu sehr infizieren. Ja, ich sage jetzt speziell infizieren, weil wenn du dich da zu sehr reinstürzt oder beeinflussen lässt von dieser Energie, es kann dich sehr vereinnahmen und dann ist es giftig für dich, ja. Bleibe ganz bei dir. Das ist das, was ich hier sagen kann. Mach es dir zu deinem eigenen Gesetz, bei dir zu bleiben, was auch immer um dich herum passiert, welche Turbulenzen geschehen, was auch immer aufreibend ist, übe dich darin. Ja, es ist eine Herausforderung. Man kann leicht damit reingezogen werden, in diesen Sturm. Es ist jetzt wichtig und wichtiger denn je, je mehr im Außen los ist, desto mehr ist es wichtig, dass du dich gut um dich kümmerst. Dass du dich nicht, wie ich schon gesagt habe, anstecken lässt von dem, was im Außen passiert. Dass du dich nicht quasi von dir selber wegbringen lässt. Es ist wichtig, dass du dran arbeitest, in deiner Mitte zu sein, ganz bewusst dir selber Gutes tust, dich immer wieder verwöhnst, dich auf deine Bedürfnisse konzentrierst. Erzengel Raphael bringt hier Heilung rein. Aber diese Heilung ist nicht bezogen auf das Außen, auch wenn sich da die Dinge neu sortieren. Die Heilung ist darauf bezogen, dich zu heilen, dein Herz zu heilen, dich nicht zu sehr in Stress involvieren lassen oder in so eine harte Energie reinziehen lassen, durch das Außen in eine Kampfenergie reinziehen lassen, sondern dass du bei dir bleibst, dass du die Energie fühlt sich weich an, dass du in deinem Herzen bleibst, dass du in deinem inneren Frieden bleibst für dich selber. Ich nehme das auch nicht so wahr, dass es jetzt für dich nötig ist, dich da reinzustürzen, dass das jetzt alles von dir abhängt. Nee. Lass die Dinge sich im Außen regeln und konzentrier du dich jetzt auf dich. Das ist das Allerwichtigste. Dass es dir gut geht. Achte auf dein Wohlbefinden. Ja, nimm dich zurück, das ist die Energie, die hier reinkommt. Nimm dich zurück und fokussiere dich auf dich, was dir gut tut. Beschäftig dich auch nur mit Sachen, wo du sagst, die liebst du, das magst du, das gefällt dir. Okay. Was auch zwischenmenschliche Beziehungen anbelangt. Der Turm zeigt die Trennung an. Erzengel Raphael hier und die Yin-Energie, das ist für mich das trennende Element, geht hier raus. Hier darf sich wieder verbunden werden mit anderen Menschen auf einer anderen Ebene.
wo man sich vorher in einer Trennung befunden hat oder in Zwiespalt, in verschiedene Richtungen gelaufen ist sozusagen. Hier darf sich jetzt etwas wieder zusammenfügen. Im öffentlichen Bereich, im gesellschaftlichen Bereich, in deinem sozialen Leben hier. Okay. Liebe Seele, dabei belasse ich es. Vielen herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit, wenn du magst, gerne. Bis morgen. Bye, bye.